Kolumbus, Gutenberg, Luther und viele andere verändern vor über 500 Jahren die Welt. 500 Jahre Familiengeschichte. Im Februar 2017 begeben wir uns auf Spurensuche nach Bode. In einer Zeit ohne Internet durchforstet Wenzel Kaiser Archive und Matriken und erstellt ausführliche Stammtafeln. Einige Abschriften übermittelt er seiner Cousine Helene. Er findet Andres Kaiser, den vermutlich ältesten nachweisbaren Vorfahren der Familie Kaiser. Wahrscheinlich ist er der Großvater des Andreas Kaiser, der 1589 das Bauernsein in Altsattel aufgibt, um als Wächter und Schrötter in Ellbogen seine Zukunft zu finden. Noch in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges geboren, erlernt Johannes Kaiser das Maurerhandwerk und begründet eine ganze Dynastie von Maurermeistern. Drei Generationen später wird Matthias Josef Kaiser Fleischhauer zu Ellbogen und heiratet eine Braumeistertochter. Der Sohn Josef Kaspar Kaiser wird zunächst wie sein Vater Fleischhauer und heiratet die Glasermeistertochter Ottilia Hoffmann. Die beiden haben 7 Kinder, die meist bereits im Kleinkindalter früh versterben. Als Witwer heiratet Josef Kaspar Kaiser 1811 die Hafnermeisterstochter Amalia Hein. Spätestens ab 1813 ist Kaspar Kaiser Bierkassakontrolleur in Ellbogen. 2 Söhne werden Fleischhauer. Franz Wenzel heiratet Anna Settler und Johann Alois heiratet Clara Grasmuck aus Schlackenwald. Josef Wenzel Kaiser hingegen wird Seifensiedermeister und heiratet 1841 Anna Magdalena Matschak, Tochter des Handschuhmachermeisters Franz Matschak und dessen Frau Elisabeth, geborene Passorek. Franz Matschaks Eltern sind Kaspar Matschak und Magdalena, geborene Lochschmidt. Von Franz Matschaks Geschwistern ist Josef Melchior, der Vater der Gastwirtsfamilie. Zu dieser Zeit weilt des Öfteren Johann Wolfgang von Goethe in Ellbogen. Hans Balthasar Matschak lässt 1899 das Hotel Weißes Ross umbauen. So sieht es bis heute aus.
Franz Matschaks Bruder Wenzel wird ebenfalls Handschuhmachermeister. Franz Matschaks Bruder Balthasar heiratete Thekla Grünes. Die beiden haben 9 Kinder, von denen Georg Matschak Josefa Bär heiratet. Die beiden haben 10 Kinder. Georg ist Rentmeister und Bürgermeister von Leben. Maria Augustine Thekla Matschak heiratet 1887 den Freiherrn Alexander von Kranzberg, Grundbuchführer in Graslitz. Deren Sohn Alexander heiratet 1921 die jüngere Schwester von Helene Kaiser. Zurück zu Franz Matschak. Dessen Tochter Anna Magdalena 1841 den Seifensieder Josef Wenzel Kaiser heiratet. Josef Wenzel und Anna Magdalena Kaiser haben 4 Kinder. Wenzel, Josef, der als Kleinkind stirbt, Amalia und Josef. Wenzel Kaiser ist Kaufmann und heiratet die Arzttochter Rosina Schmidt. Die beiden haben 6 Kinder, von denen Wenzel Kaiser der schon erwähnte Chronist der Familie ist. Amalia Kaiser heiratet 1878 den Zuckerbäcker Konrad Schmelzer, der berühmt für seine Pumpernickel-Lebkuchen ist. Nach Amalias Tod heiratet Konrad die Bäckertochter Rosina Strunz. Der jüngste ist Josef Kaiser, Rentenkassakontrolleur und später Sparkassendirigent. Er heiratet 1874 Juliana Tröger. Deren Sohn Fritz wird Forstverwalter in Tirol. Verwitwet heiratet Josef Kaiser 1883 Maria Reichel aus Pöswitz. Die beiden haben 4 Kinder. Maria stirbt wenige Monate alt. Josef Konrad wird Fabriksdirektor in Österreich. Margarete heiratet den Lehrplatzbeamten Viktor Alexander von Kranzberg, einen Enkel von Bürgermeister Georg Matschak. Helene, die 1911 im Hotel Weißes Ross heiratet.